Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Wir wollen gleich die Medaka umsetzen. Aber vorher möchte ich euch noch ein paar Bilder aus dem Garten von heute Mittag zeigen. Es ist jetzt schon am späten Nachmittag gegen Abend und deswegen gehe ich jetzt nicht mehr in den Garten, denn es kündigt sich schon wieder Regen an. Da drüben noch sieht es gut aus, aber es regnet gleich ganz bestimmt. Gestern hat es den ganzen Tag durchgeregnet und es ist alles voller Schnecken, aber ihr werdet es gleich sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Gartenbilder, die ich vorhin gefilmt habe. Wir haben einen Besucher. Ich wollte das hier gerade wegräumen, weil es macht nicht so wirklich viel Sinn, wenn ich da Tomaten einpflanze und hier ist kein Dach und da aber die Sonnenblumen stehen habe, da wollte ich das beides hier einmal durchtauschen und da habe ich ihn hier entdeckt. Beziehungsweise eigentlich ist das ja nicht der Besucher, sondern ich bin der Störenfried. Aber ich bringe sie jetzt mal an einen schattigen Ort, denn hier kann sie nicht bleiben. Es ist nämlich knallheiß. So, hier haben wir ja die Nähe vom Wasser dort und auch die Möglichkeit rauszukriechen. Und hier ist es schön kühl und feucht. Und hier kann sie sich in die Erde buddeln. Und dann habe ich auch schon den zweiten Untermieter gestört hier. Der Tigerschnegel, der freut mich natürlich. Ihr glaubt ja nicht, wie hilfreich die sind. Die fressen das Gelege und auch junge andere Schnecken. Unter anderem, sie fressen aber auch Pilze und sowas. Ja, also ist mit den Schnecken ist so schlimm. Also er hier darf natürlich bleiben und kommt auch an einen sicheren, feuchten Ort. Mal gucken. Hier unter vielleicht. Sorry. So. Da kann er sich verkriechen bis zum Abend. Und gestern, es hatte geregnet, richtig heftig. Und ich bin raus, um nochmal nach den Pflanzen zu gucken. Da sammle ich ja mal ein bisschen die Schnecken ab. Es war einfach gar nicht möglich. Es war nicht möglich. Hier überall, alle 30 cm eine Schnecke. Die rote Wegschnecke, aber auch diese großen Gehäuseschnecken. Alles voll. Es war wirklich Katastrophe. Bilbo darf hier übrigens buddeln. Und da wollte ich mal alle Hundebesitzer fragen, wie handhabt ihr das? Also mir ist in der Hundeschule gesagt worden, dass das Buddeln ein Zeichen, also ein Teil des Jagdverhaltens ist und eigentlich unterbunden werden sollte. Allerdings, ich selber buddel ja auch hier im Garten und so ein bisschen natürliches Verhalten möchte ich ihm halt auch lassen. Und soweit ist das ja nicht schlimm, er hat keine Fluchttendenz und wenn er da mal einen Wurm frisst, finde ich das vollkommen in Ordnung. Das hat er da übrigens gerade einen, aber nimmt den gar nicht wahr. Also er tut es, um es zu tun und hat Spaß dabei. Ich gönne ihm das. Wie handhabt ihr das als Hundebesitzer? Also für den Garten selber ist mir das wurscht. Hier ist ja schon das andere Loch. Da drüben sind auch noch mehr Löcher. Mir macht das überhaupt nichts aus. Für den Garten ist mir das egal. Aber wie handhabt ihr das? Also er hat ansonsten kein Jagdverhalten. Er stellt keinen Vögel nach und nichts. Er buddelt halt einfach nur gerne. Na, hast du den Wurm gefunden? Zeig mal her, Bilbo. Ja, Wurmi. Ja, es ist gut. Den kann ich nämlich dann wieder an meine Fische verfüttern. Mit unserem anderen Hund, also dem Paul, hatten wir übrigens da auch keine Probleme. Der hat auch im Garten gerne gebuddelt, aber ansonsten kein anderes Jagdverhalten gezeigt. Hier könnt ihr die Folgen der Schneckenplage sehen. Das war ja die Zucchini komplett weg. Mega, mega ärgerlich. Die Tomaten habe ich jetzt nach oben gestellt zum Schutz vor den Schnecken, aber der Zucchini hat es nicht geholfen. Die haben sie trotzdem weggeknabbert. Furchtbar! Dafür zeige ich euch jetzt aber hier was Schönes. Guckt mal, die ersten Blüten und so richtig pinky pink am Teich. Sind nicht hübsch? Darüber freue ich mich ganz, ganz doll. Die Rosen sind auch wirklich explodiert. Jetzt durch den Regen natürlich auch schon wieder fast verblüht. Die Blüten sind fast schon kaputt geregnet. Aber da kommen immer wieder welche nach. Da sind Knospen dran. Und da werde ich den ganzen Sommer Freude dran haben.
Der Teich hat vom Regen profitiert, endlich wieder ein bisschen aufgefüllt. Und hier seht ihr auch die Seerosen. Die sind richtig hellrosa. Die sind nicht weiß, sondern so ein ganz helles Rosa haben sie. Schwierig durchs Schilf zu sehen. Und hier das Kroko ist aufgelaufen auf dem Schilfhalm. Da muss noch mal ein bisschen Wasser nachkommen, aber es wird sicherlich noch weiter regen. Ist zumindest angesagt für diese Woche. Dann gehen wir weiter, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Man entdeckt ja im Garten immer wieder irgendwas. Nämlich das hier. Kennt ihr das? Ein Kartoffelturm. Den habe ich jetzt mal ohne Kamera gebaut. Brauchte ich auch mal. Kennt ihr ja, glaube ich, ne? Dass man einfach mal die Kamera abschalten muss. Und hier sind Kartoffeln drin. Die habe ich geschenkt bekommen bei einem Einkauf beim Bauern. 5 Stück, 5 Setzkartoffeln. Übereinander und das Ganze ist nur mit außen mit Stroh, oben mit Holzwolle und hier unter ist natürlich Erde und das ist wie so eine Sushi-Rolle. In der Mitte ist Erde, wo die Kartoffeln dann drin sind und obendrauf habe ich eine kleine Erdbeerpflanze gesetzt aus meinem Hochbeet, da habe ich ja genug und die ist auch schon ganz gut angewachsen, hat aber durch den Regen halt auch einen Sonnenbrand gekriegt. Das Praktische am Kartoffelturm ist, ich brauche nicht anhäufeln, ich muss das ganze Ding einfach nur gießen. Und die Idee ist, dass durch den Draht durch dann halt das Grün der Kartoffel wachsen kann. Und wenn es dann soweit ist, wenn die Ernte kommt, dann kann ich das ganze Ding einfach umstoßen und öffnen. Ich habe den hier verschlossen mit Kabelbindern, die ich ganz einfach aufschneiden kann. Dann stoße ich das Ganze um, mache es auf und kann die Kartoffeln einfach raussammeln. Das hat schon 2-mal geklappt. Ich habe keine Riesenernte dadurch natürlich gehabt, aber für den Spaß ist es ganz gut. Alles blüht am Teich. Die Teichpflanzen sind ja immer am schnellsten und dann folgen alle anderen. Ja, so rum macht es doch wirklich viel mehr Sinn. Ich muss allerdings natürlich die abgefressenen Tomatenpflanzen einmal ersetzen, aber ich habe da ja Ersatz-Backup genug. Und die Sonnenblumen, die werden sich freuen über den Regen. Der ist für die okay. So, Gegenwartsmareide ist wieder da und wir gucken uns jetzt die Medaka an. Denen hat das Sonnenlicht auf der Fensterbank richtig, richtig gut getan. Eigentlich ist dieses Rollo hier oben und dann haben sie gerade morgens auch richtig, richtig schöne Sonne. Und sie sind sowas von gewachsen. Aber ich habe bemerkt, dass so in den letzten 5 Tagen die Wachstumsrate nicht mehr ganz so hoch war. Also sie sind langsamer gewachsen. Ob das nun am Platzmangel liegt oder ob das die normale Entwicklung ist, das weiß ich nicht genau. Ich schaue mal von oben rein. Also da hat sich nicht weiter viel verändert, aber vielleicht könnt ihr sogar schon erkennen, dass sie sich auch nochmal so körperlich verändert haben. Also sie sind jetzt richtige Fische geworden. Ich habe nach wie vor hier drin Wasserwechsel gemacht, genauso wie ich euch das im letzten Video gezeigt habe. Und gefüttert auch genau mit derselben Strategie, 2-mal am Tag. Und keine Verluste bisher gehabt. Es sind nach wie vor 16 Fischlein. Am Ende dieses Videos verlinke ich euch das vorherige, in dem ich das zeige mit dem Wasserwechsel. Denn ich habe Wasser aus dem Miniteich genommen und auch aus dem Aquarium, also aus ihren beiden zukünftigen Heimaten. Das heißt also, der Übergang jetzt gleich wird ganz kurz und schmerzlos sein. Und zwar werde ich das ganze Kästchen so ins Aquarium hängen. Ich glaube, das ist die beste Methode. Das Becken hier ist euch ja schon sehr gut bekannt. Keine weiteren großen Veränderungen. Ich setze das jetzt gleich einfach so da hinein und dann gucken wir mal, wie lange, vielleicht eine halbe Stunde oder so, allerhöchstens. Da muss der Stress auch vorbei sein. Meine Bedenken sind halt, dass sie sich da drin verlieren, ne? Dass ich die nicht mehr so im Blick habe. Aber vielleicht ist das ja auch soweit okay. Ich habe einfach das Gefühl, sie brauchen mehr Platz. Und sie jetzt nochmal in eine Zwischenstation zu setzen, das möchte ich natürlich nicht. Den Stress möchte ich ihnen nicht machen müssen. So, ich schaue jetzt erst einmal, wie ich es hier reinsetzen kann. Die Lampe kann ich ja gut verschieben. Die bleibt auch drauf. Kann ich damit einklemmen? Wahrscheinlich mache ich das hier. Ich probiere es einfach mal aus. Passt wunderbar. Ich werde das jetzt einfach so ein bisschen stehen lassen, gerade auch für die Temperaturangleichung. Und dann kommt immer wieder ein bisschen Wasser damit rein.
Ganze hat super funktioniert. Das Wasser ist fast randvoll. Da sind die Kleinen. Und jetzt geht's ab ins große Zuhause. Ich denke, das war wirklich die stressfreiste Art. Ich konnte halt auch alles, was da drin ist, einfach reingeben. Musste keine Fische rausfischen mit dem Kescher oder mit der Glocke. Also ich glaube, das war okay. Da sind sie auch schon. Sie schwimmen frei, verstecken sich nicht. Aber ja, ich sehe sie nicht mehr alle auf einmal, wie es vorher war. Aber ich muss sagen, hier drinnen kommen sie mir dann schon viel größer vor. Viel größer als zuvor im kleinen Becken. Das ist ganz seltsam. Meine Lieben, dieses Video etwas kürzer als gewohnt, also kein richtiger Vlog vielleicht, aber diesen Einblick wollte ich euch doch noch gönnen. Da wollte ich euch gerne mitnehmen. Ansonsten werden das wahrscheinlich wieder normale Vlogs werden oder mal schauen, was so kommt an Themen. Heute Abend bin ich auf dem anderen Kanal live, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es schaffe, das jetzt noch rechtzeitig zu schneiden vorher. Aber ich werde mich bemühen. Mal gucken. Ihr werdet sehen, ob ich es hingekriegt habe. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis bald.